Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge der vierten Staffel von Space Engineers hier auf Microhazard TV. Ich bin Eisberg und begrüße euch heute zusammen mit Nils und Heiko. Hallo. Hallo. So, der Düsenkämpfer wurde in den letzten zwei Folgen vom Nils erfolgreich zerlegt. Wir haben natürlich wieder ein bisschen offscreen gearbeitet in der Zwischenzeit und Nils hat angefangen, was Neues zu bauen. Was das werden soll, wissen die Götter. Sieht aus wie ein Dolch. Ein Vogelschnabel. Oder ein Vogelschnabel oder so vorne. Doch. Und Schwan, ein Schwanenkopf. Nee. Also, wie kannst du denn Swan nennen? Du hast das nee. Schwarz lackieren, heißt das Ding Black Swan. Aber gleich eine Namensidee. Nein. Wir haben ein paar Sachen schon wieder gewurstelt. Ich habe im Keller nochmal die Sauerstoffanlage umgebaut. Der Sauerstoffgenerator steht jetzt hier oben neben der Treppe zum Tower, wo jetzt auch die Flaschen und das Eis reingeschoben wird. Ich werde schon wieder zurückgeglitscht hier. So, ansonsten, ich habe im Keller jetzt eine Steuerung vorbereitet für die Landepads. Für Pad 2 ist sie auch schon aktiv. Hier unten hängt jetzt ein Sensor dran. Ja. Der erkennt jetzt, ob hier oben sich ein kleines Schiff, großes Schiff oder ein Subgrid, also im Fall, dass es angedockt ist, ein Subgrid sich befindet. Und wenn das der Fall ist, dann wird unten im Keller ein Timer ausgelöst, der entsprechend da oben im Tower die Lampe für Pad 2 auf Rot setzt. Ja, es ist ein Haufen Arbeit für eine Lampe, die auf Rot geht. Aber an sich, ne, mehr macht's ja nicht. Ja. Ich habe jetzt aber gesagt, es besteht auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit diesem Timer zusammen auch noch eine Landepad-Beleuchtung ein- und auszuschalten. Mhm. Wenn man Landepad noch so ein bisschen beleuchten möchte, weil der Timer reagiert ja auch schon, wenn du im Anflug bist. Also mehr als 50 Meter Reichweite geht leider nicht. Aber also 50 auch schon, reicht vollkommen. Ja, also auch wenn du in Reichweite bist, denn also weil du in Reichweite kommst, würde dann auch die Landepad-Beleuchtung eingeschaltet werden zum Beispiel. Könnte man zumindest so regeln auf jeden Fall, dass das mit der Fall wäre. Ja, für die anderen Pads ist das noch nicht eingearbeitet. Da fehlen noch die Sensoren und da muss noch die Timer programmiert werden. Ich zeige euch das gleich unten im Keller, wie das unten aussieht. Ich sitze nämlich gleich unter der Treppe. Ja. Unter der Treppe versteckt, siehst du? Ja, wo normalerweise auch so Schaltschränke und Kästen stehen, Heiko, ne? Ja. So unter Treppen, so ein bisschen versteckt, so irgendwo in der Ecke. So. Ihr seht da die Steuerung. Mach mal hier mein Licht mal kurz an. Ihr seht, das meiste ist hier abgeschaltet, die ganzen Timer. Das sind nämlich für die anderen Pads. Das ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist der Timer für den Türschließer, Heiko. Der hängt jetzt auch hier mit dran. Okay. Für den Schließer oben von der Anlage. Also von den Türen. Geht da hier, Landepad 2 ist rot, also ja. ist besetzt. Hab hier unten natürlich entsprechend auch noch mal Lampen dran, so kleine Kontrolllampen quasi. Damit man auch theoretisch hier unten sehen kann, welches Feld gerade besetzt ist und welches nicht. Aber die Timer, die Zeiteinstellung der Timer ist übrigens völlig irrelevant. Ich brauche die nur als Schaltrelais, sage ich mal. Weil ich beim Sensor kann ich nur eine Sache schalten. Ja. Oder höchstens noch, wenn ich Glück habe, eine Gruppe. Wenn ich Glück habe. Mir geht's bei der Gruppe nicht. Ja, deswegen. Beim Timer geht's bei dem mit der Gruppe nicht. Beim Sensor selber? Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber beim Timer ging es zumindest nicht, ja. Aber ja. Ich habe die Lampen hier auch alle einzeln drin, aber ja, mein Gott. Ja, Pad 1 wird bereits überwacht, die anderen kommen dann irgendwann stückchenweise dazu. Hier unten ist natürlich der Sauerstoffgenerator jetzt verschwunden aus dem Keller, der steht ja jetzt oben. Hier ist ein bisschen mehr Konverleitung hingekommen, um die Flaschen jetzt zum Oxygengenerator zu leiten und auch das Eis dahin zu leiten. Ja, Heiko? Weißt du gerade zufällig, ob die Triebwerkskomponenten schon fertig sind? Die werden wahrscheinlich fertig sein, die brauchen nicht lange. Okay, ja cool, gleich mal nach. Die sind immer relativ zügig. So. Ja, 15 Stück sind fertig. Weißt du, was meinst du, wie viel Batterien ich einbauen sollte? 20 reichen, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Große? Ja. Sollten reichen. Also meiner hier hat nur 12. Ich krieg hier unten so viele Batterien rein. Und das ist ein Frachter, der natürlich
Da ist ja nicht das Eigengewicht, spielt ja gar nicht mal die Rolle, sondern das Frachtgewicht spielt ja halt die Rolle bei ihm, ne? Ich glaube, meinen kann man später auch als Frachter noch nutzen. So für, wie so groß wie das Ding wird. Haben wir ja zwei Frachter. Was brauche ich mich für die Teile? LCD, transparentes LCD. Was brauche ich denn? Panzerglas, Anzeige, Computerherstellungskomponenten. Problem, ich habe nur eine Höhe von 2. Panzerglas, Computer. Das war es jetzt noch. Für Batterien reicht's doch. Ja, für Anzeige und Batterien, Herstellungskomponenten. aber nicht für na, Lager. Nee. Für Lager reicht es nicht. Ne? Da brauchst du dann drei. Vielleicht geht noch ein nach unten, aber das wird dann schon wieder nicht realistisch. Nein, das ist nicht korrekt. Sollte Sauerstoff auffüllen. So, mal gucken, ob die richtig rum sind. Nein, sie sind falsch rum, ja klar. Dass ich die falsch rum ransetze, die transparenten LCDs. Ja, bei denen sieht man halt nicht wie rum, ne? Nach dem Platzieren siehst du zumindest, ob die Ausrichtung stimmt. Ja gut, aber mehr auch nicht. Text. So, jetzt brauche ich mal den anderen. Text, öffentlicher Text. Farbe. Jetzt brauche ich noch den. Text, öffentlicher Text. Farbe. So, jetzt hätte ich gerne alle drei. Eins. Ja, wie sind das jetzt? Bestimmt 10, 11, 12. So, gehe ich mal von aus. Maximale Schriftgröße. 10. Ja. So, Pading. Setzen wir mal auf 12 erstmal. So, du machst mal Ja, nicht so sehr. Alignment nach rechts. Nein, nicht Center. Rechts habe ich gesagt. Nach rechts. Und du machst ja schon auf links. Ja. Schriftgröße geht schon nicht mehr größer. Warte mal, was ist denn, wenn ich eine andere Schriftart nehme? Was ist denn, wenn ich Monospace nehme? Wie sieht denn das aus? Also wenn Monospace nicht so scheiße aussehen würde, diese ganz so pixelig. Die anderen sehen irgendwie alle gleich aus, egal was du hier nimmst. Also, Vorschläge für Schiffnamen? Das ist witzig. Nenne ich mein Schiff denn jetzt mal? Okay, dann machen wir das mal anders. Machen wir das mal auf Du zwei solltest dein Schiff Positionen. vielleicht mal wieder verbinden. Ja, geht nicht, weil die Batterien ausgeschaltet sind. Ich überlege gerade Namen für die Gruppe.
Deswegen auch Schiffnamen. Ja, so ist besser. So, nehmen wir hier das eine wieder weg. Machen wir das wieder in weiß. Triebwerk, so. In den Hummel. So. Hummel? Ja. Okay. Ist so schön kompakt. Hummel ist aber gar nicht so kompakt. Ohne jetzt Hummeln beleidigen zu wollen, aber die sind jetzt nicht so kompakt. So. So. So, jetzt stehe ich auch wieder. Die Antenne. Okay. Der Geschützname. Info. So. Ich denke auch gerade an Schiffsnamen. So. Jetzt steht mir da schon Atlas dran. In leuchtender Schrift, Heiko. Ja, mit zwei transparenten Displays. Er hat die Blöcke dahinter schwarz gefärbt und die Farbe jetzt der transparenten Displays auf gelb, also auf so ein orange-gelb gesetzt. Ja. Und damit das groß genug ist, hier ist noch ein Fehler drin. Hier steht jetzt Atlas mit 2T, clevererweise. So. Boah. Alter. Eis. Ja. Der Verbinder ist zu stark. Ja, das Problem habe ich auch. Runterstellen. Stell den ja, bei deinem Schiff auf 0. Ja, mein Schiff stelle ich unten runter, jetzt Connector. Also ganz auf 0 stelle ich eigentlich immer nie. Nee, ich auch nicht. Ich nicht so 0,0005 oder so. 0, 0. Mach mal 3 Nullen und 5. Also 0,0005. Ja, habe ich jetzt. Ist ja von der Station auch so eingestellt? Ja, denke ich mal. Also kommt auf jeden Fall weg. Station, reicht. Stell doch noch mal runter. So. Ich geh weg rein schon mal. Aber die kämpfen ganz schön, wa? Schon. Geh mal runter, mal gucken, wie er dich ranzieht. Oh, ganz sanft, guck mal. Das ist optimal. Ich muss jetzt hoch, das sieht aber auch schon geil aus, so ein Schiff so komplett ohne Fahrwerke, ne? Ja. Das ist jetzt das Problem, was ich jetzt machen muss. Fahrwerke. Dann solltest du dich beeilen, weil die Triebwerke kämpfen. Ja, das halt hier auf dem. Die kämpfen halt jedes Mal. Was ein Wirbel ist ein Staub hier auf, ey. Meine. Willst du mal das Landepad freipusten oder was? Jo, auf jeden Fall. So, 3 und dann mach ich den ganz vorne dran. Bei mir steht jetzt vorne, also vorne rechts und vorne links zumindest schon mal Atlas dran. Jetzt kann ich die ganzen Gruppen im Schiff auch mal entsprechend umbenennen. Ich möchte nur noch den Connector finden von dem Schiff, damit ich ihn erstmal trennen kann. Das ist der verbunden ist. Entriegelt, dankeschön. Das ist der Connector unten. Atlas, Verbinder, unten. Wir erstmal rausfinden, welcher Verbinder jetzt welcher ist. Ja. Achso, jetzt zeigt das Schiff natürlich keinen Strom an, weil ich die Batterien auf aufladen hatte. So. Automatik. So. Connector. Es gibt mir mal die 5. So. Erste Fahrwerk ist platziert. Sieht doch eigentlich ganz. Oh. Ups. Bin da gegen gekommen. Und mein Schiff mal wieder auch gerade ausrichten. Connector. Da unten? Hä? Aber irgendwie gefällt mir die glatte Hinterseite noch nicht ganz. Da muss man irgendwie. Ich mag sie nicht ganz so glatt.
Das sieht irgendwie so abgeschnitten aus. Okay. Oder was meinst du, Eis? Hinten? Sieht irgendwie abgeschnitten aus, oder? Warte, ich guck gleich mal. Ja, hinten, ja. Habe ich zu Nils aber auch schon gesagt. Vorhin, wo du nicht da warst, habe ich auch schon gesagt, also gelästert in Anführungsstrichen. Weil es sieht hinten ein bisschen sehr abgehakt aus, wenn hinten was fehlen würde. Ja. Das ist nicht unten, das ist links. Ich habe den falschen die Verbinder falsch benannt. Oh, wow. So, das ist links und nicht unten. So, dann hätte ich gerne die restlichen Connector. 3, nee, da will ich nicht haben. Dann der unten will irgendwo haben, wo er relativ stabil. Eigentlich in die Reihe. 3, das würde optimal passen eigentlich. Dann ist aber neben dem Verbinder. Sollte er nicht. Hinten schräg dran. Unten. So, das braucht noch den anderen. Das ist natürlich der Atlas. Verbinder rechts. So. Und jetzt kann ich, wenn ich nach Atlas suche, dann kriege ich schon mal die ganzen Verbinder auf jeden Fall. So, dann kann ich die Batteriegruppe mal umbenennen, oder? Speichern. So, löschen. So, Positionslichter. An sich muss das Schiff sowieso noch eine Reihe länger haben, fällt mir ganz so auf. Atlas. Wieso? Weil mir das mit den Fahrwerken noch nicht gefällt. Okay. Ich muss ja noch einige Sachen umbenennen, wie die Kameras zum Beispiel und so ein Kram, weißt du? Also ich weiß, welche Kamera auf welcher Seite ist. Ja. Muss ich ja alles noch machen. Und dann will ich endlich mal einen Flug machen, um bei dir oben Erze abzuholen. Jo. So. Aber für diese Folge war es das auch schon wieder. Und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Wenn ihr mögt, schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und verabschieden uns und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.